Enthüllungen wie diese gefährden verantwortungsbewusstes Handeln. Wir prüfen, wie wir den Informationsfluss eindämmen können. Das war die größte Enthüllung aller Zeiten. Ich bin Julian Assange, Herausgeber von WikiLeaks. Sie können uns Geheimmaterial schicken. Wir stellen keine Fragen. Und Sie können die Geschichte verändern. Regierungen und Bürger verschaffen sich gleichermaßen Informationen über das Internet. Naiv schrieb er im Chat, ich verrate Geheimnisse. Die Veröffentlichung dieser Dokumente hat möglicherweise gefährliche Konsequenzen. Ein US-Soldat soll dieses vertrauliche Video weitergegeben haben. Zwei der Getöteten waren Journalisten. Man hatte die Kameras für Waffen gehalten. Der Hauptverdächtige ist der 20-jährige Bradley Manning. Entscheidend ist das Wohl der Allgemeinheit. Wir haben versprochen, alles zu veröffentlichen. Um 1 Uhr nachts erhielt ich einen USB-Stick mit 390.000 Geheimdokumenten. Auf die Frage nach einer Gefahr für die afghanischen Informanten sagte Assange nur, sie haben den Tod verdient. Vielleicht klebt schon jetzt Blut an ihren Händen. Niemand wusste, welche Konsequenzen das noch haben würde. Aus dem Nerd war ein Rockstar geworden, der ständig Handys und Computer wechselte. Er war geübt darin, unterzutauchen. Er war ein anderer Mensch geworden. Jetzt bin ich unantastbar. Schweden erließ einen Haftbefehl gegen Julian Assange. Der Verdacht lautet auf Vergewaltigung. Ich wollte nicht, dass das in die Zeitung kommt. Ich habe nie behauptet, aber auch nie dementiert, dass es eine Sexfalle war. Manche Aktivitäten sind nur effizient, wenn sie geheim bleiben. Dazu werde ich hier nichts sagen. Aber es betrifft doch auch WikiLeaks. Ich sage das frei raus. Wir stehlen die Geheimnisse anderer Nationen. Es geht letztlich um die Frage, wer die Kontrolle über Informationen hat.